Sehen Sie die anderen noch? Nein, eine Kreatur. Captain Phasma. Jawohl, Mandat. Wir unterbrechen hier. Wir haben einen Auftrag von dem Schmuggler bekommen. Wir brauchen 75 Fischfleisch. Könnten die Sturmtruppler kurz erledigen. Wir besorgen einfach viel mehr. Da ich nicht weiß, wie lange die Haltbarkeit dieses Fleisches ist. Sturmtruppler angetreten. Captain? Soll ich den anderen Sturmtruppler hier liegen lassen oder soll ich einfach so bleiben? Ich werde ihn beschützen. Wir machen eine Rast, beziehungsweise wir legen einen Zwischenstopp ein. Aufgabe ist es, jeder von Ihnen hat 50 Fischfleisch zu besorgen. Aye, aye, Captain. Wir könnten das dann in die N5Ns lagern. Oh, da schwimmt der Parano. Oder? Unerfüllen. Fünfzig Fischfleisch besorgen. Ich fühle mich so schwach, bin müde. Das ist sehr tragisch. Ja, holen Sie sich hier aus. Okay, danke. Noch einer, der aufgeben muss, wo wir ziehen müssen. Klasse. Worin soll ich es lagern? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich habe bereits 55 Fischfleisch gesammelt. Worin soll es gelagert werden?
Lassen Sie es Einheit 151 fragen. Und ich muss einen weiteren Laffen Sturmtruppler melden. Eine der CT-Einheiten wird nun auch getragen werden müssen. Jawohl, mein Lord. Sind alle Sturmtruppler zurück? Nein, auch die nicht. Kann man dann doof für ein Licht? Was ist das? Mann, ich kümmere mich mal kurz um die Lichter. Nervt man. So, sieht doch viel besser aus. Scheint alles viel ausgeführt, Captain. Alle Sturmtruppen zurück? Jawohl, mein Lord, alle Sturmtruppen sind zurück. Gut, dann wieder aufsatteln und weiter. Der schwarze Breitmaul ist das Schlusslicht. CT 8356, besteigen Sie den schwarzen Breitmaul und bilden Sie das Schlusslicht. Komm drüber, bleiben Sie zurück mit der verletzten Einheit. Ist nicht leicht. An der Spot. Und dann noch mit Leuten, die mal zielen müssen, macht's doppelt schwer. Captain Fassen mal, wo ein bisschen wart, dann kann der Ende zu Fuß vielleicht mithelfen als beim Blaster schießen. Jo, sieht mal, funktioniert viel besser. Sie stehen, lassen Sie mich vor. Immer den Leuchtsignalen hinterher. Die leider ausgegangen sind, also ist die Suche schwerer nach den Leuchtsignalen. Soldat links vorbei, das wird zu eng sein. Okay. Zum Glück habe ich die Fackel da runtergesetzt, das wird mir nie wieder finden. Und jetzt noch mit dem Doppelhandicap hier, wäre das noch schwieriger geworden. Die fühlen sich noch aktiv genug? Ja, so. Die Kollegin hat sich wohl verausgabt auf den Weg, sie wiederzufinden, wo sie sie verloren haben. Ja, ich weiß. Auf, wo wir abgestürzt sind, hat sie sich wohl verletzt.
Das über die Klipplarve war nicht gut. Eigentlich hätten wir müssen durch die Schlucht. Wir werden bestimmt die Einheit verlieren, die unter uns hänge. Na, schauen wir mal. Sie suchen die Leuchtsignale. Oh je. Bin auch auf dem richtigen Weg. Jawohl, mein Lord, hier ist dein Leuchtsignal. Mein Imperator, seht mal ein Ei. Passen Sie auf, das Muttertier ist hinter Ihnen. Bis jetzt habe ich diese Kreatur friedlich Bekanntschaft gemacht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man ihnen das Ei wegnimmt. Andererseits, wenn sie Gefallen an dem Ei haben, sie haben einen Blaster. Viel Spaß. Ich spare lieber die Munition. Kluge Entscheidung. Dann fass mal da vorne alles in Ordnung. Jawohl, mein Lord, alles in Ordnung. Ich erinnere Sie an die Schafzähne, die mir hier unterwegs getroffen haben. Was halten Sie von diesem Aufgang, Baumeister? Sehr gut zu verteidigen. Und versteckt. Natürlicher Schutz. Sehr gut getarnt. Einziger Schwachpunkt sind rechts und links die Kanten an den Klippen. Das wäre ein idealer Hinterhalt. Den Vorteil haben wir. Wir sind oben auf den Klippen. Umso besser, meinem. Sobald wir oben sind, können Sie sich die Schlucht von oben betrachten. Soweit meine Kenntnisse gehen, ist es auch der einzige Aufweg. Aber das gilt es noch besser abzuscouten. Ich sehe eine Menge Metall in der Nähe. Ab hier können Sie entscheiden, wo genau unser Spot starten soll. Hier die ganze Fläche können Sie abscouten. Die Verwundeten hierher. Den Vogel kannst du auch bei denen lassen, dann finden wir sie auch wieder. Captain Phasma. Jawohl, mein. Scouten Sie mit Ihren Sturmtrupplern, ob es einen weiteren Aufgang gibt. Ich werde mich mit dem Bauherr unterhalten. Jawohl, mein Lord. Sturmtruppler aufsperren, wir suchen oh nach allen möglichen Aufgängen zu diesem Plateau. Captain Phasma, wir sind in Kampf verwickelt. Sturmtruppler mitkommen. Diese kleineren Kreaturen noch weg. Gut. Habe ich den Bauherr verloren? Ich erstmal das Auto ist er ja. Situation ist unter Kontrolle. FN ausschwärmen und Aufgänge suchen.
Ich möchte weitestgehend unentdeckt bleiben, also würde ich einen Bau an der Klippe nicht empfehlen. Wir müssen den natürlichen Schutz der Steine nutzen. Das ist eine kluge Entscheidung, meinem Part. Und es bietet genug Platz für Landestationen für unsere Raumschiffe. Wasser. Du, ich muss mich nicht um Wasser kümmern. Ich gebe einem Sturmtruppler mal Flasche und dann hat er die zur Fülle. Das Prinzip eines Sith Lords hast du noch nicht verstanden. Ich hab das Wasserproblem nicht, nur die Sturmtruppler. Aber da ich ja beim Weg hoch sehe, dass das ohne Wasser ist. Es ist noch etwas verwirrend, aber es ist eine optimale Stelle, mein Imperator. Die anderen Sturmtruppler scouten gerade das Gebiet ab, ob es wirklich der einzige Aufweg gibt, den wir jetzt hoch sind. Wir werden da gleich einen Bericht bekommen. Auch das ist geil hier. Okay. Was da? Okay, das hier ist ein weiterer Aufgang. Ja. Das ist auch sehr offen. Gilt es besser zu verteidigen, Stelle. Das sieht mir auch nach einem Aufgang aus. Das ist eine super Landefläche hier. Folgen wir dem Pfad und gucken. Mein Lord. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Den Pfad Ja, hier ab. okay. Ja. Hab den Anschluss gefunden. Ja, das ist ein weiterer Hochweg. Voll verwinkelt hier. Na, das hier ist Ende. Ich höre ein Trampeln. Ja, unter uns ist ein Schafzahn. Hat aber nicht die Möglichkeit, zu uns hochzukommen. Natürliche Feinde für die Feinde. Sehr Der Feind gut. meines Feindes ist mein Freund. Ah, hier ist die Schlucht. Können wir bauen, die Schlucht weiterhin zu schützen. Eklig. Erhöhte Positionen sind generell von Vorteil, mein Imperator. Jetzt müssen wir Gut wieder hoch, versteckt. Finne. Na doch. Und hoffen, dass das Wesen da unten nicht hochfindet, vor allen Dingen. Die Intelligenz des Tieres ist so hoch.
Man hat sich noch nie wirklich mit den Wesen beschäftigen können. Normalerweise zählen sie als ausgestorben, meine Können Sie ihn von hier wegschießen? Ich habe keine Munition mehr, mein Imperator. Ja, der Weg hier hoch war mühselig. Vielleicht wird er noch irgendwann zu unserem Vorteil gereichen. Leider nicht. Nicht heimbar. Lagern Sie es in der Sturmtruppler-Einheit 501. Einfach in die Taschen stecken. Captain Phasma, nehmen Sie Kontakt mit dem Schmuggler auf. Wo ist 501? Sind Sie noch im Besitz Ihres Funkgerätes? Und jawohl, mein Lord. Sturmtruppler-Einheit Captain Phasma an Schmuggler Sky. Was halten Sie von dieser Gang? Haben Sie Aufgänge gefunden? Nein, habe ich nicht. Meine ganze Munition ist leider. Benutzen Sie zum ersten Mal ein Funkgerät? Einen Moment, ich kann Sie nicht verstehen. Over and out. So, haben Sie den Bericht des Sturmtrupplers wegen den Aufgängen? Er hat nichts gefunden in der Richtung, wo er gesucht hat, meine Partner. Dann haben wir nur die drei, die wir gesehen haben. Einmal den, den wir mit den Tieren benutzt haben und die zwei, die wir gefunden haben. Wie möchten Sie die Position der Hauptbase setzen? Zentral würde ich vorschlagen, mein Imperator. Setzen Sie den ersten Stein. Ein Sturmtruppler wird auch noch vermisst. Achtung, Imperator. Achso. Es sah feindlich aus. Er ist wieder aufgetaucht. Captain Phasma hat einen Schwächeanfall. Bringen Sie sie zu den anderen. Schmuggler, bitte kommen. Ja. Ja. Der Kontakt zu Captain Phasma ist leider abgerissen. Aber es ist alles okay? Nur ein Schwächeanfall. Ach, das übliche auf diesem Planeten. Ist das Klima. Genau. Haben Sie unsere neue Position noch erhalten von Captain Phasma? Nein, aber wie ich ihr schon erzählt hatte, kann ich zurzeit auch nicht zu Ihnen kommen. Also es wäre perfekt, wenn Sie zu dem großen blauen Gebilde kommen könnten. Direkt dort neben ist eine Hütte, wo ich derzeit gerade noch verweile. Ich habe außerdem noch einen von Ihren Leuten gefunden. Den habe ich im Dschungel aufgekratzt. Können Sie mir die Einheitsnummer durchgeben? Da müsste ich erstmal nachfragen. Das sind immer so lange Nummern. Ich werde in einer Sonnenstunde am blauen Gebilde sein. Over and out. So verstanden. Okay, ich brauche Sturmtruppler-Einheit und muss damit ein ganzes Fischfleisch und Hunner. FN? Ja. Sammeln Sie das gesammelte Fischfleisch komplett ein? Wohin? Räumen Sie den grünen Breitmal frei und den schwarzen zusammen mit der CT-Einheit. Und wir zwei machen uns dann auf den Aufbruch zum blauen Gebilde. Verstanden. Sie.
CT-8256, helfen Sie mir bitte, die Weidmäuler zu lagern. Dann könnt ihr einfach weitere Schränke bauen, ne? Das macht's ja einfacher. Wir sind da übrigens. Ja. Das vielleicht behalte ich das vergammelt, nämlich schön. Muss man den Bauherr suchen, dass der weiß, dass er hier oben alleine ist. Ah ne, er hat ja die CT-Einheit dabei. Halt. Verdammt. Da ist. Eieiei. Haben Sie den Auftrag ausgeführt? Ja, ist ausgeführt. Bei leer geräumt. Hier sind noch die schwarzen Bären drin. Mein Imperator, was ist mit dem Fischfleisch? Wo soll ich es anpacken? In den schwarzen Breitmaul. Ich werde mit FN eine Expedition starten. Sie sind dann hier oben alleine mit den schlafenden Sturmtrupplern und der CT-Einheit. Informieren Sie Captain Basma dann. Von mir gezeigten Platz zeigen, meinem Parallel. Ja, das schaue ich mir noch an. CT-Einheit mitkommen. FN, Sie bleiben vor Ort. Suchen Sie noch, oder? Diese Stelle schien mir praktisch gelegen. Hier, mein Imperator. Okay. Wie gesagt, Sie sind mit der CT-Einheit allein hier oben. Und den Schlafenden. Ziehen Sie alles hierher in den Schutz. Wird erledigt, mein Imperator. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ah, ist das der erste Prototyp von dem Rebellenlager, das Sie sich angeschaut haben? Korrekt, mein Imperator, aber ich habe noch Verbesserungsideen, damit es noch stabiler und effektiver wird. Sehr schön, sehr schön. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich werde aufbrechen. Informieren Sie Captain Phasma, wenn sie erwacht. Werde ich machen, mein Imperator. Alle schlafenden Sturmtruppler zum hinteren Ort ziehen. Die unterliegen jetzt dem Bauernherrn, bis ich wieder da bin oder Captain Phasma erwacht. Ja, mein Lord. FN mitkommen.